So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Neko Para. Jetzt der dritte Part. Im letzten wurden wir ja beinahe angezeigt, einfach nur, weil wir nun ja nicht das Shampoo kaufen wollten und die Mädels der Welle geschoben haben wie sonst was. Und jetzt müssen wir natürlich schnellstmöglich abschieben. So, habe ich das schon vorgelesen, letzten Part? Ach, egal. Ich lese einfach weiter und tue, als ob nichts gewesen wäre. I still can't get a hold of her. Wir reden von unserer Schwester, oder? Ja, denk schon. Where the guest over today? Der Guest? Okay. When I checked the clock, it was past 10 o'clock already. Ja, 22 Uhr ist sehr spät. Since then, I tried calling Shigure several times, but couldn't get through to her. Ist ja doof. And just like that, I had already gotten this late. I've never gone this long without hearing from Shigure. Shigure, Shiguru. I really didn't understand my family's schedule at all. Naja, wenn die zu einer Familie gehören. Oh, fick auf, ich hab gar kein Vollbett. Das hat jetzt keiner gesehen. Ahem. Ja, was ist los? Warum sollen wir zusammen baden? The fuck? Weiter? Okay. Ja. Aus welchem Grund werde ich wohl nicht mit euch baden? Vielleicht, weil sonst die Police vor der Haus steht. You haven't even grown that much. Why are you two talking about? What are you two? Deso. Ah. Ja, äußerst elegant. Elefantenstyle. Ja, natürlich. Übertreibert noch mehr. Vanilla, you are the one changing the subject. In any case. Wow. Schluck auf Doom. Oh Gott, habe ich vor Schluck auf glatt FF gedrückt. In any case, don't worry about the bath. You two need to get ready to go home. Genau, ihr könnt zu Hause baden. Ja, nach Hause gehen. Ihr müsst abgeschoben werden. Nein. Die Mitläuferin, die immer am nur mit Chocola mitgehen. Eigene Entscheidungen treffen ist. Dankeschön. Und sie nickt einfach nur. Dankeschön. Ich werde. Stop feigning ignorance, you two. Cut it out. The two of them looked my way, about to distract me again. Since Shigure isn't picking up, I take you to home. So go get ready to leave. Was jetzt los? Chocola and Vanilla turned away from me and cast their gazes downwards. Returning to home on the same day I had moved out. Seemed to be such a stupid idea that I did hesitate a bit. Ja, würde mir auch ein bisschen dämlich vorkommen. Erst ausziehen, weil ich da unbedingt weg will und dann, jo, ich tu dann mal hier die beiden wieder abladen, hoffentlich kein Problem. There was no other way. Nor was there time for excuses. I looked towards Chocola and Vanilla as they hung their heads in silence and continued on. Listen up, you two. I'm going to open my bakery. I've got no one to rely on, so I don't know how things will turn out. With all that's going on, I don't know if I can take care of you two. Get it? I mean, it's already going to be difficult enough just looking after myself. Ich darf nicht ausreden. Okay. It was a quiet voice I could barely hear. Erinnert mich an den ersten Let's Play, da hat mich auch nicht verstanden. Chocola said something with her head down. What did you say? Epischer Zoom. I came closer and asked her to repeat herself. Oh doch, das wirst du. Das ist aber doof. Zu blöd, dass sie sowieso nach Hause geht. Tschüss.
Well. Ah, wait, hey, Chocola. Was ist jetzt los? Wegrennen ist genau das, was du machen sollst. I will also. Okay, gut. Tschüss. Ah, wait, stop. Vanilla, why are you running away too? Weil Mitläufer. Tschüss. Jetzt soll ich die ernsthaft fangen? Really? Are you fucking kidding me? It's dangerous to stop running around if you fall you get hurt. Dash dash. Maybe so in Chocolat's case, but aren't you bad at physical activity? Come on, I've got you now, Chocolat. Ja, die stahlharten Finger lassen da einfach nicht los. I am not, it's because you two are running around. Das ist eine automatische Erlaubnis zum Tittengrapschen. Wer kennt's nicht? An opening. Hey, stop it, you're still going to run. Gee, I've got you, Vanilla. Chocola, stop, really stop. Gwa ha ha, Choco wa. Fuck. Like I said, stop running! The two of them didn't listen to what I said as they continued to mess with me. And that was how the first night went. Aber ich dachte, Katzen pennen viel. Was zum? Als ob die so pennen gehen. Als ob! Als ob! Guck, guck, guck. Als ob. Als ob. Als ob. For now I let you stay, but only for tonight. Als ob die so pennen gehen. Lel, das macht ja gefühlt mir gar nichts. I don't have guest beds or futons. Okay, while all that was happening, 11 o'clock became midnight. Even if I took them out, everyone was sure to be asleep by now. The one glimmer of hope I had that Chigri would call me back didn't happen. So I decided that taking them home tomorrow was my first priority. Wo soll ich auch sonst pennen? Logisch. Und das machst du garantiert nicht, weil Chocola das macht. Nein, das willst du plötzlich ganz alleine. Cleverly, they had even brought Pajamas, nicht Pajamas, sondern Pajamas, yeah. Und 12.000 Schleifen, die man sich zum Schlafen unbedingt ins Haar knallen muss. Logisch. Just how much planning went into their schemes anyway? Really, if you two sleep there, where will I? Die gehen nicht, also die gehen davon aus, dass ich automatisch bei denen mit penne. Logisch. Logisch. Ja, damit Vanilla mit Schokolapännchen, aber ja, bloß weg von uns kommt. Bloß weg von uns kommt. Aber in unserem Bett schlafen. Jawohl. Kleiner hier. Ja, das gefällt dir natürlich, das gefällt dir natürlich. Don't get ahead of yourself, you two. A single bed for three people is too crowded. Dude. Ja. Na, mach doch. Wow. Beeindruckend. Tschüss! Was macht ihr? Wo wollt ihr hin? Wollen sie mich jetzt überblasen oder was? Nicht überreden, sondern... Na, das kann ich jetzt nicht nochmal sagen, sonst... YouTube-Community-Richtlinien-Strike. I watched two of them lie down and curl up on the floor of an empty room without even curtains. That's way too pitiful of a sight to be called praiseworthy.
Ja, zum Beispiel die, in der ihr gekommen seid. Genau, ihr macht das schon. That's something only strange people would say. Where did these characters get this information from anyways? Well, they've probably read a lot of books and watched TV in Shigure's room. Chocola isn't good with kanji characters, character, so she only reads picture books though. Tuk. Englisch 10 von 10. Was jetzt? Whatever, you two go sleep in my bed. It still gets pretty cold at night in April after all. Ich glaube einfach in der Box. Zero fucks given. Außer an die beiden. I'm going to sleep on the sofa in the living room. The sofa can fit one person and there's air conditioning in there if I need it. Ja, natürlich. Wo auch sonst? Plötzlich wollen sie aufs Sofa, ist klar. They move quickly towards me like lions catching their prey. I placed my hands on her head and spoke in a clear and stern voice. Listen up, I will sleep on the sofa and you two will sleep in my bed. Those are your master's orders. Understood. The fuck? Was denn jetzt? I said I liked it deliberately. Was? The two of them looked as if they wanted to say something, but they hesitated. They lowered their head apologetically. Kein Ding, Diggi. Kein Ding, Digi 2. They mustered out. They looked like they were on the verge of tears. Jetzt rausschmeißen, komm. Their obedience had the exact opposite of the effect I expected. It filled me with deter guilt. I felt a prickling sensation in my chest. That pain left me as I sighed and rubbed the two of them on the head. Come on, get going. Hi! Und durchgehauen, das Holz. Good night. If anything happens, call for me right away. Falls das Bett zu warm wird oder so. Oh, yeah, for me. I'm so Japanese right now. I gently rubbed the heads of the two dispirited catgirls once more. See you in the morning. With that said, I turned the lights off in the room. Was denn noch? Fuck! Ja, kannst du jetzt bitte? Dude, what is that? What is that? Her warning voice echoed slightly in the darkened room. The pain in my heart from before came even sharper. Tja, vielleicht haben sie sich gerade abgestochen, du hast es nicht gecheckt. I swallowed that pain and replied cheerfully. It's okay if it's just for one night, don't worry about it. Was? Now then, go to sleep. Hammer's geschafft. Boah. I really shouldn't act on my emotions, huh? I laid down on the sofa. I sighed while starting at the ceiling. If I gave in to my emotions, the result would just lead to more sadness. If I used kind or hopeful words, they would all end up as lies. Aww. It's pretty uncool of me to be so passive like this. While I continued to pile on insults and make excuses for my actions, es muss klingeln, I closed my eyes and waited for sleep to take over. Joa, sehr schön. Was steht da? Wow, das klingt freundlich. So, und jetzt? Huch, was ist das jetzt? Ach so, der Anruf. Okay.
Ich weiß gar nicht. Eigentlich haben wir damit ja jetzt schon wieder einen Abschnitt abgeschlossen, deswegen. Komm, den Anruf machen wir noch. Rejoin the city. Okay, das hat man ja gerade. Ja. Machen sie aber nicht. Und jetzt? What was what she told me when I was finally able to get in touch with her? Without any margin of negotiation space, I was struck down. But Shigeru, even if you say that, I don't think chocolate and vanilla will. Nisama. Sweet nothings. Was? Don't make it sound like it's a daily ritual or something. Was ist ein sweet nothing? In any case. Ich find's ja cool, wie der Entwickler hier einfach noch das Bild reingehauen hat. I love you. Könntest du das bitte als Geschwister nicht so, ne? Danke. Ah, wait, Chigori. Okay, halt nicht. Tschüss. Da kommst du zu dir mit reden. Seriously, Blow? Blow, nicht Blow, sondern Blow. Are you fucking kidding me? After a ruthless electronic buzz of the dropped call echoed, I stared at my cell phone. And here I thought that I could sort all of this out if I could just talk to Shigori. Nicht. Als ob du gerade auf den Cornflakes rumgekaut hättest. Das glaubt dir kein Mensch. Okay, gut. Jetzt haben wir wieder einen Abschnitt abgeschlossen und naja, bevor ich jetzt hier irgendwie weiter in die Story reingehe, komm, da speichere ich lieber. Und hier Nummer 4. Safe. Manch. Aha. Gut. Da tue ich doch jetzt lieber den Part beenden und naja. Haben auf jeden Fall ziemlich viel geschafft. Und Alter, sind sie anstrengend. Seriously. Naja, mal gucken, ob wir sie im vierten Part nicht rauswerfen können. Würde ich sagen, dass ich jetzt F11 drücke, die Aufnahme beende und bis dahin.